Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor vor unserem Prachtschiff der Mantis, unserem Raumschiff. Und jetzt müssen wir zu diesem Mond reisen. Wir haben hier alles erkundet, was geht. Reisen, genau hier war das Ganze, an dem Holotisch. Sehen wir uns jetzt mal. So. Es läuft irgendwie flüssiger, die Karte jetzt, ne? Sehr interessant. Hierher reisen. Zerstörter Mond. Kein Problem. Wie kann ein Mond zerstört werden, Alter? Das ist. Nächster Halt, der Mond von Kobo. Das ist mein Text. Bleib du schön bei deiner Rolle. Du ballerst, ich bin der Pilot. Und? Hast du dir die alte Tech angesehen, die Karl bei Dagon gefunden hat? Ja, vielleicht bringt das Labor auf dem Mond Licht ins Dunkel. Was ist wohl damit? Oder passiert? Dunkel ins Licht? Und? Wer weiß? Wen interessiert's? Ich habe keine Zeit für Monde. Ich denke, es hatte etwas mit der Invasion auf Tenalor zu tun. Wie tröstlich. Dass der Mond noch bewohnbar ist? Du und ich haben unterschiedliche Vorstellungen von bewohnbar. Ich weiß. Ich habe deine Kantine gesehen. Vorsichtig. Witzig. Kann ich bitte mal... Okay, ah, jetzt. Wir sind da. Irgendwie funktioniert die... Ah, nee. Wir sind gar nicht im Hyperraum, ne? Unruhig, aber wir schaffen das. Was du nicht sagst, wir haben einen Optimisten. Hey, tu mir den Gefallen und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist dein Essen schuld. Was war das? Wir sind fast da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. So, da sind wir auf dem Mond angekommen und dass wir halt auch überall atmen können, das ist relativ interessant. Reden wir mal mit Bode. Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. So. Erstmal schön umgucken, ne? Bevor wir irgendwas übersehen. Wer bist du denn? Diese Station ist geschlossen. Sie sind hier. Wer? Wir wurden angegriffen. Evakuierungsprotokolle laufen. Also wahrscheinlich die Bedlam Raiders. So, du bist wahrscheinlich ein Shortcut, ne, der uns von drüben... Erinnert mich an die Anlage im Wald. Nur in einem weit größeren Maßstab. Jo. Dann gehen wir mal nach unten mit dem Fahrstuhl. Cordova sagte, es gibt Aufzeichnungen eines Besuchs von Dagon in einem Labor auf diesem Mond. Das sieht nach Kreese Handwerk aus. Oh, da ist der erste Schnellreisepunkt. Unser Meditationspunkt. Und die erste Seilrutsche. Und ein Echo. Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Santari Kree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht im Rat. Wenn das reicht. Ich habe auch so viele Ahnungen und Gefühle. Den lieben Tag lang. Oh. Okay, also nicht in diese Richtung. Wohin denn sonst? Okay, in diese Richtung. Wenn schon nicht da lang, dann eben dort lang. Über kaputte Rohre. Und mit einem Supersprung geht's auch da drüber. Wahrscheinlich hier runter, ne? Und dann hier entlang an der Seite. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Bleiben wir Wasser. Das ist seltsam. Dieses Labor finden. So. Nicht gegrillt werden. Wäre ziemlich hilfreich. Außer man steht auf geflambiertem Jedi. Und da haben wir schon unseren
Save Point. Und eine Seilrutsche. Autsch. So, mach mal an das Ding. Abkürzung freigeschaltet. Fertigungsanlage. Und das sogar automatisiert. Heftig, heftig. Deftig, deftig. So kann man hier schon lang? Nö. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Hey du. Sektoren 5 bis 9 außer Betrieb. Sektoren 1 bis 4 in Betrieb. Werkstatus aktiviert. Anlagenstatus deaktiviert. Mhm. Kann ich? Jo. So, noch ein Echo für uns. Echo, Echo, Echo. Wie ist der Messwert? Nicht stabil. Wir müssen die Kammer erneut verstärken. Mhm. Im Namen der Wissenschaft. Kann ich vielleicht? Nö. Da kann ich nichts tun. Da kann ich nichts tun. Hier geht es wahrscheinlich entlang. Also erstmal nach hinten gehen. Ah, ich sehe es schon. Da ist doch jemand, der auf uns wartet. Alles gut. Ist das. Versuch's nochmal. Und bang. Na. Ah. Was, blind ich? Na komm, schlag mal nochmal zu. Ich schalte ihn aus. Sie haben auf uns gewartet. Hat gut funktioniert mit dem Ausschalten übrigens. So, hier lang geht's theoretisch auch irgendwo, aber das bringt uns wahrscheinlich nicht viel. Tschüss. Ah. Es ist vorbei. Schöner Finisher. Der war geil. Arm abgeschlagen, dann noch ein Schuss rein. Oh, ho, ho, ho. So. Na komm. Wie viele warten hier denn noch auf uns? Viele. Sehr, sehr viele. Aber wir haben wenigstens wieder bald alle unsere Schüsse aufgeladen. Ein schlechtes Gefühl? Ja, ich auch. Die werden wir bestimmt gleich alle aufwachen, oder? Da bist du ja. Abgewehrt! Oh, Alter. Hilf mir bitte. Ja, it's a trap. Hilf mir bitte. Willst du mal heilen? Dankeschön. Das motiviert. So machen wir keine Angst. Ist noch jemand da, Alter? Die wollen wirklich nicht, dass wir uns hier umsehen, was? Ich frag mich, wieso? Hier muss es weitergehen. Wahrscheinlich. Was, BD? Was hast du denn? Scan. Hast du was entdeckt? Druiden-Ladestation. Hacken. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Echt? Hm. Noch mehr Hinterhalte? Ne, da ist noch so ein freundlicher Druide. Da gibt's wohl keinen Hinterhalt. Oder einen Hintern halt. Eine Kiste! Eine Kiste! Mit neuen Lackierungen, einzigartige Metalle. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Ja, wunderbar. So, gibt es hier noch irgendwo einen anderen Weg, den ich mir mal angucken will? Angucken. Na, hier nach Rex können wir noch gehen. Unautorisiertes Personal gesichtet. Eine Magna-Wache. Oh, ganz toll. Anomalie ist ein Jedi. Ja, die kennst du aus den Klonkriegen. Oh Gott, die Moves von dem Ding, ne? Bam! Eliminiere! Versuch's doch! Zu
Na komm her. Funktionalität eingebüßt. Oh, das ist gleich die nächste Kiste für uns. Bumm. Ui. Er kann immer noch reden? Du Knirsch, Alter. Hätte nie gedacht, dass ich mal gegen eine Magna-Wache kämpfen muss. Ja, da war's, soweit. Harmonie. Magna-Wache, ja, die sind ziemlich strong, tatsächlich. Es war ja die Leibwache von General Grievous. So. So, was bringst du? Du machst das... Ach, du sorgst dafür, dass das ausgeht. Und dann kann ich wahrscheinlich hier rüber, ne? Ja, da ist ordentlich Strom drauf. So, schnell, Kell, Junge! Oh! Oder willst du gebratener Kell werden? Gut durch. Hier ist auch schon wieder viel von dieser Kobo-Materie, ne? Also langsam so wäre so eine Heilstelle echt geil. So, aktivieren. Okay, da kommt nicht irgendwas mit Abkürzungen freigeschaltet, also geht es ja wahrscheinlich weiter. So. Ja, toll. Tolle Abkürzung übrigens. Natürlich springe ich ins Feuer rein. Na komm, gib Feuer, Baby. Was kann ich denn hier machen? Ah, hier ist wieder so eine Challenge. Na komm, die machen wir jetzt mal schnell. Hier ist irgendwas. Nur was? Eine Herausforderung. Oh, Alter. Hilfe bitte. Wir können keine Sonderangriffe mehr machen. Was soll man denn machen? Ach, so viele Gegner killen wie möglich. Da oben rechts sehe ich es. Anscheinend 150. Ja, das ist ein Stim. Autsch. Danke, dass du mal was machst. Haben wir es bald mal geschafft? Fuck. Gott, also wenn die einen so umzingeln, ist das echt zum Kotzen, ne? Mit diesem Rumgeballer. Ja, wir machen es eben jetzt nochmal. Ja, ich kann das. Ja, wir schaffen das. Okay, Zweier-Stil ist ja anscheinend key. Alter, wenn die... So, so viel wie möglich mit diesem Rundumwurf killen.
Das gibt's doch nicht, Alter. Ich hab doch blocken. Eigentlich ich hätte blocken müssen. Blocken müssen und mich heilen, eigentlich. Ach, Mensch. Ja, komm. Aber das ist doch gar nicht so schwer, eigentlich. Es ist so. Es gibt bestimmt noch schwerere von diesen Challenges. Alter! Willst du mich eigentlich verarschen? Wenn ihr das besser könnt. So. So, heilen wir mal ganz kurz. Oh, ich muss gleich mich konzentrieren. So. Puh. Karambolage! Autsch! Och, Mensch! Ich habe mich doch geheilt, Alter. Du willst mich doch verarschen. Hat nicht funktioniert. Ich muss ruhig bleiben. Alter, ruhig bleiben, mein Arsch! Jetzt geht's auf der Fresse! So. So und bums. Oh Gott. So. Oh, nicht gut. Oh Gott. Nein, ich spring so viel rum, wie ich will. Meine kriegt mich gar nicht. Ich habe nämlich die Macht an meiner Seite. Oh, du bist sowas von erledigt. Er sieht nicht so gut. Junge, heil dich doch bitte einfach. Gott, wie er sich aber einfach nicht in der Defensivhaltung einfach heilen kann. Warum kann er das nicht? Ich denke, es ist immer noch aufgewühlt. Oh. Junge, was ist das überhaupt? Zeitriss? Nein, könnt ihr nicht. Ich bekomme kein freies Buch. So akrobatisch. Warum haben wir keine Stimme? Weil ihr Droiden seid. Formation wechseln. Ist es das, was wir machen? Sie sind auf der Flucht. Oh. So, nochmal Wirbel-Attack.
Dann mach's doch einfach nicht, wenn du es nicht willst. Mich gerade eine größere Masse pariert mit einem Mal. Ah, die konnten schießen. So. So, kaputt. Würde es nicht mal heilen. Heil dich. Oh, heil dich doch, Junge. Du dummes Stück Scheiße, Alter. Oh, 113, Alter. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Och. Ich muss mich echt konzentrieren, ey. Verschluck dich daran. Habe kein freies Schussfeld. Konzentriert euch auf den Feind. Heil mich. Heil mich. Oh. Nee, die kann man nicht hier so beeinflussen, ist die für einen Camp, ne? Weil ja auch zu schön. Das sind ja immerhin Maschinen. Oh Gott. Heil dich doch, Junge! Alter, Junge. Nee. Also noch einen Versuch mache ich jetzt. Das hat nicht funktioniert. Dann reicht mir das auch erstmal. Ich wüsste zu gern, was hier passiert ist. Oh, Gottes Willens. Das ist wirklich echt ätzend. Ihr habt gar nichts zerstört, Alter. Der war euch zerstört. Hat er gar nicht geschossen. Gibt's nicht, Alter. Gibt es nicht. Ich glaube, das mache ich irgendwann später mal. Das Echo ist immer noch da. Ja, schön. Ich glaube, das schön für das geklappt. Echo. Ja, schön.
wie es weitergeht, in der nächsten Folge sehen bei Star Wars Jedi Survivor. Und bis dahin, tschüss.